So, okay, den ganzen Weg wieder zurück. Yay. Das sind nur 1000 Fuß. 1000 Schritt. Das wird schon funktionieren. Ich laufe jetzt schnurstracks zum Vaja. Wie heißt der Vaja? Ich habe den Namen vergessen. Ist ja auch nichts Neues. Ich vergesse ja ständig Namen, von daher. Ja, der Typ, der Namen hat, den ich nicht mehr weiß. Okay, man sollte vielleicht doch auf den Wegen bleiben. Das ist für das Tier einfacher. Für den Läufer. Kann eigentlich Tier sagen in dem Fall? Ist das auch so moralisch in Ordnung, wenn man das Tier nennt, obwohl es ja eigentlich gar kein Tier ist, es ist ja eine Maschine? Ich weiß es nicht. Ob das in Ordnung ist. Das Tier, also die Maschine hat ja keine Gefühle, aber wäre das. Ich glaube, in dieser Welt wäre es nicht in Ordnung, ne? Weil hier jeder was gegen die Maschinen hat, also zu Recht natürlich, weil die sehr gefährlich sind. Aber ich glaube, hier wäre das moralisch sehr verwerflich, wenn man mit den die Maschinen als Tiere benennen würde. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass das hier nicht so gut ankäme. So. Ich glaube, so langsam kommen wir auch wieder in Gebiete, wo wir schöner reiten können. War gerade noch irgendwas, aber egal. Ja. Na toll. Kommt das vielleicht, ich probiere was aus. Da kommen sie. Wer kommt wo? Hä? Da kommen sie. Wer denn? Und jetzt wollte ich mal ausprobieren. Aha. Aha. Es ist typisch. Tiere, die einfach sämtliche Hindernisse überwinden können. Finde ich aber, naja, also das heißt gut, aber ist in Ordnung. Das wäre halt ziemlich kacke, wenn man irgendwo hingehen würde, wo man mit seinem Pferd nicht mehr wegkommt und dann wäre das Reittier halt für ewig verschont und das wäre halt schon doof. Von daher, ich finde es immer witzig, dass man Stellen einfach nicht überwinden kann und auf einmal taucht es halt aus dem Berg heraus auf, hat sich eine Schneise durch den Felsen geschlagen. Finde ich immer sehr sympathisch. So, aber jetzt mal ab hier Richtung Quest. Wir wollen ja auch mal langsam aus diesem Becken hier raus und wollen die freie Welt sehen. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Das klang wie eine Läuferherde, aber ich habe keine gesehen. Naja. Wir sind gleich da bei der Quest. Was ist das denn? Ich aber mal gucken jetzt. Ist das eine Quest oder so? Vielleicht bin ich falsch gelaufen. Aber die Musik klingt hier nach Kampf. Den einen mal übernehmen und gucken, was passiert. Das war kein hohes Gras. Eine Chance, wenn er zurückgeht. Ich habe eine Chance, ihn zu übernehmen. Nicht schon wieder.
Wenn er dann mal zurückgeht. Wo ist der andere eigentlich hin? Ich hoffe, der bleibt weg. So, das ist gleich abgelaufen. Dann müsst ihr wieder zurückgehen. Seine Aufmerksamkeitsspanne ist gleich zu Ende. Was? Warum? Warum? Der hat mich einfach vergessen. Ist ja doof. Da war ich aber mal schief gewickelt eben so. Ein gezielter Schuss ins Auge und der Typ ist weg. Der Typ, sage ich schon. Das Ding. Ich gehe einfach mal gerade da oben hin. Oder ist das schon draußen und ich darf da noch. Ach, das ist noch ganz weit weg. Ach so. Ach so, ja, dann muss ich erst die Quest machen. Ja, okay. Wenn das so ist, dann erst die Quest. Alles klar. Ich dachte, das wäre noch hier irgendwo, aber ist es nicht. So, hier unten. Dann links. Geräusche. Direkt vor den Toren? Das Tor scheint zerstört zu sein. Seid vorsichtig! Oh ja, das sieht nicht so gut aus hier. Holt es näher ran! Näher! Boah, Säbelzahn, danke. Nee, Reißzahn? Ich weiß es nicht genau. Wahl, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Und das tut er. Gefahren jenseits des Beckens. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Okay. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen.
Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Das dachte ich mir schon. Wahlläufer. Nein, nein, nicht schießen. Das ist meiner. Wie ist das möglich? Ist schwer zu erklären. Ich habe was entdeckt. Verstehe. Verstehe. Wo ist der Läufer? Der ist gar nicht da. Hallo? Ich erinnere mich an dich, als du noch ein Kind warst. Auf einmal wollen sie mit mir reden. Ja, schütze dich. Okay, Beckenhaupttor. Wir müssen nach Mutterkrone. Und vor allem müssen wir Sona suchen. Wo ist denn? Was ist denn das da? Ach, das sind bestimmt die Ruinen mit den Banditen, was er eben meinte. Ist das hier vorne so? Ist das hier vorne dann Mutterkrone? Oder Mutterherz? Mutters Wacht, Mutter Krone muss ja dann hier draußen sein, okay. Ich kann ja mal hier unten auch noch erforschen, da waren wir auch noch nicht. Vor allem bei den Typen da, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Aber ich mache erstmal eine Speicherung, und zwar noch diese Ausmaß, also eine Großspeicherung. Kann ja nicht schaden. Ja. Yeah. Und weiter geht's so. Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden, aber auch gefährlicher. Ja, da hast du wohl recht. Die Welt ist größer und gefährlicher denn je. Vor allem werden die Maschinen ja auch offensichtlich immer stärker und immer größer. So, okay, ich sollte den Weg noch ein bisschen folgen. Ich laufe einfach mal eine Weile. Ich finde es mir auch mal angenehm zu laufen. Ach, da vorne. Guck mal, hier vorne sind die schon. Graser. Stimmt, Graser waren das. Da ist eine Quest. Die können wir auch gleich machen. Ich würde aber gerne mal so ein... Was ist das? Auf der Karte. Dieses... Das da. Will ich auch hin. Ach, Mann. Das ist ein Graser, okay. Ich kann diese Maschine nicht überbrücken. Wenn ich doch mehr darüber erfahren könnte. Kann ich noch mehr darüber erfahren? Körper? Kann ich hier irgendwas... Nee. Kann mir leider auch nichts auswählen. Problem ist, wenn ich die nicht überbrücken kann, dann... Was machen die? Okay. Da legt er sich nochmal ab. Wenn ich die jetzt auch nicht überbrücken kann, dann bringt es mir ja auch nichts. Viel mehr kann ich über die jetzt auch nicht erfahren, so ad hoc. Ich gehe mal gucken, was das hier ist. Fähnchen gesetzt. Oder ich nehme erstmal noch die Quest an hier vorne. Und dann gucken wir mal da hinten, was das für ein Ding ist. Kann ich hier... Ah, sehr schön. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt?
Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Cran. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Das ist, Ich muss jetzt los, Gren. Bisschen Pech. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Das werde ich auf jeden Fall machen. Jagdgebiet ist bestimmt, noch ein Jagdgebiet, Stufe 8. Nur Teileprüfung, entferne Behälter von Grasern. Holzstapelprüfung, erledige Maschinen mit Holzstapel. Holzstapelfallen, okay. Springdrahtprüfung, erledige Gegner mit Kaya-Stapelfallen, okay. Das mache ich doch sehr gerne. Aber erstmal wollte ich auf die Karte gucken. Wo ist denn das? Ist das Jagdgebiet? Oder ist das das Jagdgebiet? Quests. Karte anzeigen. Ach, das ist das Jagdgebiet. Okay. Dann gehe ich trotzdem erstmal hier unten hin. Da, wo die Fahne ist. Schwenk. Links. Zoomen, ja, links schwenken, ach so, schwenken, okay. Ja. Dann, auf, da vorne zur Fahne. Wo ist denn mein Läufer? Es kommt angelaufen. Ja, hallo, Läufer! Wir haben einen kleinen Weg vor uns, das ist nicht so weit, aber... Geht schon. Ich bin gespannt, was das ist. Was das sein soll. Bestimmt irgendwas sehr Cooles und Interessantes. Das sieht auch cool aus. Allgemein ist dieses Spiel einfach so schön. Ja. Verdorbene Zone. Um das Questmenü zu öffnen. Verdorbene Zone, Stufe 15. Das ist natürlich nicht so gut. Räume die verdorbene Zone. Kann's ja mal probieren. Die Frage ist, was sind das für Dinge? Was sind das für Maschinen? Verdorbene Maschine. Schwäche. Körper hat eine Schwäche für Feuer. Oh, das ist ungut. Okay. Frage ist, kriege ich den von hier unten? Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Sehr schön. Ich hoffe, der stirbt nicht.
Alter! Boah, der macht auch viel Damage. Eine Läufer gekillt, das wäre es ja gewesen. Das kann man auch wirklich. Verdammt. Oh, es hat gut funktioniert. Cool. Das war's schon. Nice. Erste verdorbene Zone. Yay. War jetzt leichter als gedacht, aber okay. Und Stufe 10 erreicht. Cool. Egal, da kann ich jetzt einen neuen Punkt machen. Cool. Ich muss vielleicht auch bald mal irgendwas verkaufen oder herstellen. Aber ich gucke erst, mich erstmal hier um. Vielleicht gibt es hier noch was zum Einsammeln. Quest. Verdorbene Zone. Cool. Notizbuch. Maschinenarten. Plünderer, Graser, Läufer. Verdorbene Maschine. Verdorbene Maschinen, verdorben sind Maschinen stärker und aggressiver als in ihrer ursprünglichen Form, was sie zu sehr gefährlichen Gegnern macht. Schwäche Feuer, Stärke Verderbnis. Okay, sie sind also alle schwach gegen Feuer, das ist gut zu wissen. Sieht auch sehr böse verlassen aus hier. Die Pfeile herstellen und Feuerpfeile, die gehen noch. Das wird zu schwer. Doof. Bin ich was los? Ich bin was losgeworden. Cool. Was mache ich denn mit dem alten Ring? Altes Klangspiel, dieser gewöhnliche Gegenstand. Verkauf gegen Metallscherben, okay. Okay, gut, der hat also wirklich keinen Wert sozusagen. Kann man nur verkaufen, kann man nichts anderes mitmachen, das ist okay. Was ist das denn? So. Sondereinsatzbefehl, Textdatenpunkt Welt, Militäranweisung. An alle derzeitigen Einheiten der Kompanie E5, Bataillon 3, an Kompanie E5 des Bataillon 3. Brigade der Zivilistengarde Aurora-Zone. Um 0500 Meldung bei Verti-Frachter Landeplatz Onyx machen. Gehen Sie an Bord des zugewiesenen Werts. Abflug um 05:30. Zweitens Ankunft in Beira, Mosambik, um ca. 00 Ortszeit. Unterkunftszuweisung und Arbeitspläne nach der Landung und Einweisung. Drittens Unterstützung der mosambikanischen Verteidigungsstreitkräfte und Zivilistenbataillone beim Aufbau von A Verteidigungssperren der Kanalküste und B ballistischen Schutzschilden um den Aeroporto Internacional de Beira. Viertens, nach Abschluss der Bauarbeiten Teilnahme an Trainingseinheiten für Kampf- und Verteidigungseinsätze in Erwartung des Feindkontakts. Fünftens, wie immer gilt, erweisen Sie sich Ihrer Einheit, Ihrem Land, den Zielen der Operation Enduring Victory und sich selbst würdig. Sondereinsatzbefehl Ende. Okay, die haben ja tatsächlich, das ist wirklich eine alte Ruine. Ich dachte, das wäre vielleicht von den Noras verlassen, aber das ist wirklich eine sehr alte Ruine hier. Noch von den alten Menschen, die hier irgendwann mal gelebt haben. Ich habe schon zu viel dabei. Alte Halskette und ein alter Kranz. Die Halskette könnte man vielleicht mitnehmen und gegen was tauschen. Moment. Lohe. Habe ich jetzt 6. Mal herstellen. Tragkapazität. Kann ich hier irgendwas bauen? Ich habe noch nicht genug Fleisch, ne? Das kann ich bauen. Cool.
Kann ich auch bauen. Knorriges Fleisch. Eine Fischgräte. Siehst du mal, hätte ich mal den Fisch gekillt. Hätte ich mal den Fisch gekillt. Toll. Ah, hier kann ich dann auch. Kann ich dann auch noch Sachen bauen. Reisen. Ich könnte jetzt natürlich noch. Schnellreisepaket 9. Ich könnte jetzt noch eins herstellen, aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht. Jetzt habe ich wieder einen Platz frei, das ist sehr schön, aber. Wildschweinknochen, Objektherstellung. Lohe. Was ist das hier? Feuerbrennwurzel, kann ich denn? Tränke? Ich stelle noch ein paar Schockfallen her, warum nicht? Sprengfallen, ach komm, wir verbrauchen mal einfach alles, was wir haben. Da haben wir es ja. So, Tränke habe ich glaube ich nicht voll. Oh. Wie? Fleisch für einen Gesundheitstrank? Wird das püriert oder was? Ist ja eklig. So, hier kann ich auch mal wieder was machen. Das ist sehr gut, da kann ich das erstmal verbrauchen. Das ist ja nice. Hätte ich früher auf die Idee kommen sollen. So, jetzt müsste ich ja wieder einen Haufen Platz haben. Ja, easy. So, die alte Halskette. Nur mit. Man weiß nie, wie man, ob man so eine alte Halskette nicht doch mal braucht. Was haben eigentlich Truthähne für Fleisch dabei? Reichhaltiges Fleisch. Okay. Habe ich schon 5 von? Oder habe jetzt 5 davon? Jetzt fülle ich mir mein Inventar direkt wieder zu. Aber dafür ist es ja da. Dafür ist es da. Oh, 1000 Fuß sind es noch da oben. Ich wurde Kriegsherrin. Das ist auch noch eine gute Quest. Altes Waffen. Ah, die Energiezelle. Stimmt, aber auch was. Und das da. Dann ist jetzt, glaube ich, der Bogen dran, ne? Dieser blaue Bogen. Was auch immer dieser blaue Bogen tut oder sagt, aber wir finden es raus. Da vorne ist mein Läufer. Die Frage ist, kann man den irgendwie, kann man den heilen? Oder ist er halt einfach dann tot, wenn er tot ist? Offensichtlich kann man nicht heilen. Sonst hätte ich jetzt eine Option dazu gehabt. Okay. Also vielleicht kann man den reparieren mit Einzelteilen oder so. Ach, das ist ein Panzer. So. Ah ja. Das ist ein alter Panzer, das ist ja krass. Wie heftig, Alter. Boah. Ich frage mich, was hier passiert ist, weil es ist alles schon so krass verrostet. Das muss ja Ewigkeiten her sein. Also ein Panzer verrostet ja jetzt nicht mal von jetzt auf gleich, einfach mal so aus Spaß. So, Wildschwein, ich kriege ich noch. Ich brauche ja Fleisch. Toll. Ich brauche Fleisch für meine Taschen. Das klingt sehr seltsam, aber es ist so. Kann ich jetzt eigentlich was? Kann ich jetzt schon irgendwas davon? Nee, ne? Oh, doch, knochiges Fleisch. Fallenbeutel-Upgrade, cool. Truthahnhaut, die ist wahrscheinlich sehr selten. Und ein Fuchsknochen fehlt mir, ah ja. Reichhaltiges Fleisch. Alles klar. Fertigkeitspunkte habe ich ja auch noch. Da muss ich mal gucken. Da wollte ich ja was skillen. Stiller Sprint, hm, weiß ich nicht. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Doppelschuss. Schwerlastträger notwendig, okay, da brauche ich erst das da. Präzision plus 2. Kampfüberbrückung
Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt, ist um 50%. Okay. Ausbeute einer Chance, mehr Rohstoffe. Auch nicht schlecht, ne? Ah, das ist das hier auch freigeschaltet. Ah. Reitmaschine rufen plus. Ruft eine neue und überbrückte Maschine, wenn keine andere verfügbar ist. Oh, das ist ja ein fettes Tier. Das ist ja krass. Kampfüberbrückung. Auf unbegrenzte Zeit. Ah, alles klar. Ja gut, das wäre zwar auch sehr praktisch, aber ich glaube, ich gehe erstmal auf die Konzentration. Ja, ich gehe mal hier drauf. Und die nächsten beiden können wir vielleicht mal daran investieren, dass wir da ein bisschen weiter nach vorne kommen. Mal gucken, mal gucken.